Ja, vielen Dank, dass Sie sich für diese Session entschieden haben. Ich bin Stefan Delkus von It's Learning. Sie haben mich eben schon kurz bei dem Impuls gesehen. Ich begleite Matthias Weber von der Gemeinschaftsschule Merian in Dusslingen durch diese Session und wirklich Hauptteilgeber ist auch Matthias Weber. Deswegen würde ich auch auf ihm gleich das Mikro sozusagen auch übergeben und ich werde im Hintergrund Fragen beantworten, beziehungsweise dann weiß dann die Fragen moderieren. Matthias, Genau, ich hoffe, man hört die mich jetzt. Wie vorher gerade kurz. Ja, mein Name ist Matthias Weber. Ich bin Lehrer an der Mehreren Gemeinschaftsschule. Und vorab vielleicht, ich bin kein studierter ITler und habe auch sonst, ich bin vielleicht ein bisschen technikaffin und medienaffin, aber sonst ist ja keine weiteren Voraussetzungen, die mich besonders qualifiziert hätten. Nicht vielleicht für den Vortrag, sondern eher, um das mit It's Learning in Gang zu bringen. Genau, und wir befassen uns heute mit dieser Mondlandung It's Learning. Ich hoffe, der Titel war nicht ganz so abstrus für Sie. Aber manchmal fühlt sich das ja so ein bisschen so an, wenn man gerade vor einer Entscheidung steht, ein Lernmanagementsystem zu benutzen. Und es fühlt sich an wie eine große Reise zum Mond, vor allen Dingen, wenn man ganz in den Kinderschuhen steckt. Und da würde ich gerne zeigen, wie wir es gemacht haben. Und zwar in der Richtung, dass wir viel mit organischem Wachstum gearbeitet haben. Organisches Wachstum bezeichnet eigentlich den Wachstum, der aus eigener Kraft erfolgt. Und wie Sie es wissen, an der Schule haben wir immer viel zu tun. Es gibt immer was zu tun. Und auch gerade die Schulleitungen haben viel zu tun. Und besonders derjenige, der mit der IT beauftragt ist, hat eigentlich immer was zu tun. Und daher ist es ganz gut, wenn man nicht nur eine eigene Kraft hat, sondern im Prinzip ist hier mit der eigenen Kraft die Kraft des Kollegiums gemeint. Und da gucken wir mal, was wir hier so gebastelt haben bei uns an der Mehreren Gemeinschaftsschule. Wir starten mit einem kleinen Zitat, weil das machen Lehrer gern. Der Atlas ist gelandet von Neil Armstrong. Dieser Mann war mal auf dem Mond. Und ich hoffe, wir können nachher auch behaupten, dass der Adler gelandet ist, wenn wir am Ende angekommen sind. Wir gucken uns mal an, wie wir das versucht haben, mit Strategie das organisch wachsen zu lassen. Und wie ich schon gesagt hatte, wir brauchen eine Strategie, weil ohne Strategie geht das alles gar nicht. Wenn man It's Learning zu einem festen Bestandteil machen möchte, dann wird It's Learning zu einem Selbstläufer. Sprich, es muss irgendwie da sein und muss benötigt werden und es muss auch gern genutzt werden. Der Anfang ist ein bisschen knackig, denn die Grundvoraussetzungen müssen irgendwie stimmen. Das variiert natürlich je nach Schule und natürlich auch nach Schulart, weil jede Schule an für sich so ein bisschen einzigartig ist. Das wissen Sie natürlich auch. Und deswegen muss auch dieser Weg am besten gemeinsam mit dem Kollegium gegangen werden. So, wie schafft man es jetzt, dass eine Lernplattform wie It's Learning zu einem festen Bestandteil wird und das Ganze vielleicht am besten ohne Zwang und ohne Anordnung, weil wir alle wissen, wenn was von oben dirigiert wird, kommt es nicht immer gut an. Und da haben wir gedacht, wir gucken uns mal die Richtung an, es muss der Sinn verstanden werden, warum wir ein Lernmanagementsystem überhaupt benutzen wollen. Momentan gibt es viel Sinn, der ist leider von außen gesteuert durch eine Pandemie, die da so vorherrscht, aber wir haben ein bisschen vorher angefangen. Deswegen haben wir uns überlegt, es muss verstanden werden, was wir damit wollen. Und It's Learning soll auch gewollt sein. Es soll nicht übergestülpt werden, es soll nicht fremdgesteuert sein, es soll nicht von oben herab dirigiert werden, sondern es soll irgendwie so vom Kollegium aus mitgetragen werden. Und ich weiß, viele von Ihnen werden jetzt auch schon denken, das hört sich aber spannend an, vielleicht sogar utopisch. Ja, dass es von allen getragen wird, wird utopisch sein. Von vielen, es kann möglich sein. Einige Engagierte, ein paar Unentschlossene, eine Handvoll Skeptiker, perfekt. Das ist genau das typische Kollegium. Da gucken wir uns unsere Rakete mal an. Hier sind unsere Engagierten, hier haben wir die Unentschlossenen und die Skeptiker. Also, wir brauchen, was ist der Sinn hinter einem Lernmanagementsystem? Als allererstes, ganz ehrlich, es sollte mir die Arbeit leichter machen. Es sollte eine sinnvolle Ergänzung sein, und nicht unbedingt zusätzliche Arbeit machen. Das sind so die drei Mantras, eines jeden Kollegiums wahrscheinlich, wenn was Neues kommt. Aber es steckt auch viel Wahrheit drin, weil immer mehr drauf ist nicht sinnführend. Deswegen sollen wir gucken, dass es irgendwie so eine gute Mischung gibt. Aber jetzt gibt es halt zwei gute Nachrichten und eine schlechte. It's Learning, wir beginnen mit den guten. It's Learning macht das Leben der Lehrer und Lehrerinnen definitiv leichter.
Es ist wirklich so, dass es eine grandiose Ergänzung im Lehralltag ist für viele, viele Bereiche, nicht nur für den Unterricht, auch für die Organisation und für den ganzen Alltag. Aber das waren schon zwei positive Dinge, aber ohne zusätzliche Arbeit wird es halt erstmal nichts. Das ist die schlechte Nachricht. Am Anfang steht schon ein bisschen Arbeit dran, wo man gemeinsam und auch jeder für sich dran arbeiten muss. Aber danach die Belohnung sozusagen, wenn es denn mal läuft und sozusagen der Adler gelandet ist, die ist schon sehr großartig. Also, wie geht es denn? Na, zu einem machen wir die Arbeit leichter. Und wie geht es denn, dass man gleichzeitig noch zusätzliche Arbeit hat? Naja, am Anfang. Am Anfang müssen wir ein bisschen arbeiten, aber wenn das Ding mal läuft, wird's gut. Wir gucken uns das mal an. Und zwar, wenn ich It's Learning starte, dann muss ich ein paar Grundpfeiler sozusagen setzen, damit es einfach Sinn hat, damit es irgendwo hinführt, damit das Ganze zielführend ist. Und da hat sich bei uns Folgendes rauskristallisiert. It's Learning sollte kein Hobbyprojekt sein vom IT-Nerd des Kollegiums. Das ist eine professionelle Lernplattform, ein Lernmanagementsystem, das ist von Ihrer Schule und es sollte ein vollwertiger Teil Ihrer Schule sein und nicht nebenbei laufen. Dann haben wir die Möglichkeit, einfach Absprachen schnell und unabhängig zu treffen. Das heißt, wir haben eine Geschwindigkeit drin, die davor vielleicht nicht gegeben war. Und vor allen Dingen unterbinden wir eine Sache, und nicht unterbinden, wir entlasten eine Sache, diesen Flurfunk, wo man so zwischendurch, zwischen Tür und Angel im Lehrerzimmer kurz angesprochen wird, was denn als nächstes oder was noch zu tun ist. Und wir haben die Möglichkeit, uns besser zu organisieren. Und zwar, jetzt kommt fast schon das Wichtigste, meiner Meinung nach, ortsunabhängig. Also egal, ob Schulgebäude, ob die Person da ist, ob der Ordner im Lehrerzimmer irgendwo steht oder ob ich den Stundenplaner oder den Stundenplan greifbar habe. Ich habe mit It's Learning die Möglichkeit, von überall auf die Informationen zuzugreifen. Sprich, wir haben hier die Säule oder den Grundpfeiler Professionalität. Es ist was Professionelles. Wir haben die Kommunikation, die ist eindeutig wichtig. Und wir haben die Unabhängigkeit und Eigenständigkeit. Wenn wir die drei Grundpfeiler haben, es kommen gleich noch mehr, haben wir schon mal eine gute Voraussetzung für organisches Wachstum. Denn nur wenn die Kollegen das wirklich als vollwertig nehmen und auch die Benefits haben, wie dass man sich gut absprechen kann und gut kommunizieren kann und genauso die Möglichkeit haben, von überall so zu arbeiten und dann zu arbeiten, wann ich es brauche, ist es schon mal eine gute Basis. Wir gucken uns mal nochmal die nächsten drei an. Und zwar haben wir halt einmal sozusagen die Mission Control, das ist der Schubkraftbeschleuniger fürs organische Wachsen, was wir uns gerade angucken. Entweder im Team oder im Alleingang. Ich habe beide schon mitgemacht bei uns an der Schule. Am Anfang haben wir, also wir waren am Anfang ein Team. Dazu komme ich gleich noch ein bisschen ausführlicher. Teilweise habe ich es dann eine Zeit lang einfach alleine gemacht, aus Personalgründen, manche Menschen haben sich wegversetzen lassen, nicht wegen It's Learning, sondern es gab andere Gründe. Und dann habe ich es eine Zeitweise alleine gemacht, jetzt sind wir wieder ein Team und ich kann Ihnen sagen, es geht beides. Also im Team ist natürlich einiges leichter, wenn man aber selbstständig dran arbeitet, ist es auch nicht verkehrt, denn man muss sich weniger absprechen und ist da vielleicht auch ein bisschen schneller. Und zwar ist es hier die Mission Control testet vorab Features und einzelne Bausteine von It's Learning. Dazu kommen wir später noch bisschen genauer, schauen wir uns das an. Und die bereiten das für Pilotphasen vor. Das sind die sogenannten Häppchen. It's Learning ist ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug. Ich glaube, wir nutzen It's Learning noch nicht zu 100%, nee, ich weiß es sogar, weitaus nicht bei 100% und wir nutzen es sehr intensiv. Aber wir sind noch nicht am Ende angekommen von all den Dingen, die wir eigentlich machen könnten. Und deswegen ist es natürlich sehr wichtig, dass man ein bisschen vorausplant. Deswegen braucht man dieses Team, das vorab so die einzelnen Bausteine, die man sich vielleicht auch selber ausgesucht hat, erkundet, erprobt, testet, vielleicht sogar mit Klassen oder anderen Kollegen ein bisschen pilotiert und das dann in sinnvolle Häppchen aufteilt, damit man auch das in einem angemessenen Tempo veröffentlichen kann und das Kollegium auch nicht überfordert ist mit der Hülle und Fülle, die It's Learning bietet. Würde ich It's Learning von heute auf morgen komplett einführen wollen, das funktioniert nicht. Das wäre komplett zum Scheitern verurteilt.
Das wäre dann auch wieder der Baustein der Professionalität. Und bei den Pilotphasen, die ich vorher schon angesprochen habe, ist es ganz clever, wenn es nicht immer das eine Team oder der eine macht, sondern vorab suche ich mir das Häppchen aus, das ich haben möchte, und suche mir dann gezielt Kolleginnen und Kollegen aus, die das interessieren könnte. Das kann ein Interesse sein, das zum Beispiel fachlicher Natur ist. Das kann auch ein Interesse sein, generell mit der Lernplattform zu arbeiten. Es kann auch einfach Interesse sein an Neuem. Oder es kann auch einfach der oder die unwissende neue Kollegin sein, die am Anfang erst gerne mal Ja sagt. Auch das darf man vielleicht mal benutzen. Genau. Und diese Pilotphasen, die bringen ganz wichtige Erkenntnisse. Bevor ich das aufs ganze Kollegium loslasse, teste ich das im Kleinen. Wie gesagt, mit einer Klasse, mit mehreren Klassen oder überlasse es den Kollegen, die ich angeworben habe für die Pilotphase, und die testen das einfach ganz nach ihrem eigenen Gusto aus. Wenn dann die Pilotphase abgeschlossen ist, sollte man das natürlich auswerten. Und jetzt kommt meiner Meinung nach etwas, was sehr sinnvoll ist. Nicht ich als It's Learning Mensch oder das Team It's Learning stellt es vor, sondern die Kolleginnen, die das pilotiert haben. Die stellen das mit ihren eigenen Erfahrungen und eigenen Erkenntnissen vor. Das kann man davor nochmal ein bisschen zusammen besprechen. Es darf aber auch ruhig gern kritisch sein, denn nicht jedes Häppchen, das ein Team oder der It's Learning Beauftragte an der Schule rausgesucht hat, ist sinnvoll gewesen. Manchmal muss man auch Dinge verwerfen. Und das lässt man dann an der GLK zum Beispiel oder in einem Video-Erklär-Tutorial dem Kollegium vorstellen. So haben wir im Prinzip schon wieder ein bisschen was verteilt. Wir haben zwar ein Team, das selbstständig arbeitet, aber wir haben auch Kollegen immer wieder mit einbezogen, immer wieder den Kontakt gesucht. Und lassen Sie sich auch gerne mal überraschen von Kollegen, die nicht unbedingt am Anfang auf Ihrer Bildfläche waren für Pilotphasen. Ich wurde immer wieder überrascht, dass auch Kollegen irgendwann mal, nachdem sie bemerkt haben, wie wir arbeiten, auf mich zukamen und gefragt haben, ob es nicht dies und das Tool oder Fähigkeiten in Learning gibt, die wir mal ausprobieren können. Und dann haben wir das einfach auch gemacht. Und dann waren plötzlich Menschen in der Pilotphase, wo ich am Anfang vielleicht von It's Learning, wo wir It's Learning eingeführt haben, gar nicht dran gedacht hätte, dass die überhaupt sowas machen möchten. So, wir gucken weiter. Ja, da fliegt die Rakete. So. Dann haben wir noch ein bisschen mehr. Und zwar, wir brauchen einen Rhythmus. Wenn ich wahllos neue Features oder neue Pilotphasen oder nach der Reflexion von der Pilotphase neue Häppchen einfach ans Kollegium verteile, dann stellt sich da so ein bisschen am anderen Ende dieser Kommunikationskette eine Unruhe ein, weil man nie genau weiß, was als nächstes passiert. Und das sollte nicht sein. Wir brauchen eine Ruhe drin, wir brauchen eine Zuverlässigkeit und auch vielleicht ein Tempo. Ich weiß momentan, wenn man jetzt darüber nachdenkt, It's Learning zu starten, ist so die Ruhe und ein langsamer Rhythmus vielleicht nicht genau das, was man gern hätte. Man wird am besten gleich starten wollen. Man weiß ja nie, was mit der Quarantäne als nächstes passiert oder da gibt es doch mal einen Lockdown. Wir gehen jetzt aber trotzdem mal so ein bisschen von einem leichten Idealfall aus. Oder so ein Rhythmus kann auch ein bisschen flotter gehen. Es sollte nur in dem gleichen Takt funktionieren. Er kann angepasst ans Schuljahr sein. Es hat sich bei uns ganz gut bewährt, dass wir halbjährlich immer neuere Dinge eingeführt haben, also zum Schuljahresstart in der ersten GLK, die meistens noch in den Sommerferien stattfindet, und dann zu Beginn des zweiten Halbjahres. Manchmal haben wir auch, je nachdem, wie voll unser Schuljahr oder Schuljahrstart war, das ein bisschen nach hinten geschoben. Es bringt nichts, wenn ich das Kollegium in einer hohen Arbeitsphase, wie zum Beispiel kurz vor den Zeugnissen oder ähnliches oder wenn die Prüfungen stattfinden, wenn ich da noch irgendein neues Tool veröffentliche oder ein neues Häppchen rausschmeiße, das fällt hinten runter. Das merkt keiner mehr, was wir da gerade Neues entdeckt haben oder gemacht haben. Dann der Austausch. Wichtig, wissen wir alle, ein Austausch zwischen Kollegen ist ein sehr wertvolles Gut und das sollte regelmäßig stattfinden. Und da kommen wir halt auch gleich zu einer Fähigkeit von It's Learning, die es ohne It's Learning oder ohne ein Lernmanagementsystem einfach nicht gibt. Er kann halt auch digital erfolgen. Also er muss nicht mit einer extra Sitzung erfolgen. Er kann wirklich dezentral und asynchron funktionieren. Das heißt, ich könnte mich in einem Chat austauschen. Ich könnte eine Umfrage auf It's Learning machen. Ich könnte in dem Forum-Tool von It's Learning arbeiten oder auf der Mitteilungspinnwand in den einzelnen Kursen. Ich kann verschiedene Möglichkeiten treffen, um sich auszutauschen. Es sollte nur regelmäßig passieren.
Wir haben das ganz oft mit Umfragen gemacht. Ganz simpel, ganz schlank, nicht zu komplex, keine mehreren Seiten. Meine Faustregel war, die Umfrage sollte innerhalb von wirklich 1 bis 2 Minuten beantwortbar sein. Alles andere ist zu lange, damit das Interesse hoch bleibt im Kollegium. Kann nach Kollegium und nach Schulart natürlich variieren. Dann haben wir die Schulorganisationskurse und die, mit denen haben wir damals begonnen. Und das ist das, was wir an der ersten Folie von diesem Baustein gesehen haben, wo ich irrtümlicherweise behauptet habe, es gibt nur 6, aber es sind halt einfach 9. Entschuldigung. Die Schulorganisationskurse haben wir uns so zusammen ausgedacht, dass wir alle Informationen fürs Kollegium unabhängig von Zeit und Ort bereitstellen. Das heißt, wir haben da wirklich, naja, alles drin. Sei es von Brandschutzmaßnahmen, sei es von Listen von Schülerinnen und Schülern, sei es die Klassengrößen, Beschlüsse. Alle Beschlüsse und alle Protokolle werden dort zum Beispiel hochgeladen. Jede Fachschaftssitzung, jedes Protokoll, jede GLK-Protokoll. Und das Schöne daran ist an Let's Learning, wir hatten zum Beispiel, als ich damals vor 5, 6 Jahren an die Schule kam, hatten wir so eine Art Schulwiki. Das konnte aber nur einer bespielen, weil das eine sehr komplizierte Software war. Also auf jeden Fall im Backend, also da, wo man es bespielt, war es ein bisschen frickelig und altmodisch. In Let's Learning haben wir es so gemacht, dass jeder Lehrer kann in den Schulorganisationskursen hochladen. Das heißt natürlich auch, jeder kann löschen. Zum Glück gibt es einen Papierkorb. Am Anfang war es ein bisschen wackelig, aber es hat sich ganz schnell eingegroovt, dass die Kolleginnen und Kollegen wussten, löschen ist nicht gut. Ich frage, bevor ich irgendwas lösche. Es ist nicht mein heimischer Computer, wo ich schalten und walten kann. Hier lösche ich was für alle. Aber es hat sich relativ schnell eingestellt. Und von schnell meine ich, nachdem der Erste oder die Erste mal falsch gelöscht hat und das Echo dann zurückkam, war es dann schnell vorbei. Von dem her alles gut. Das stellt sich ganz schnell ein. Das Tolle ist, wie gesagt, unabhängig von Zeit und Ort kann ich darauf zugreifen. Als ich neu an meiner Schule war, hatte ich unendlich viele Fragen. Es war meine dritte Schule und ich hatte ganz viele Fragen, weil einiges anders lief. Vor allen Dingen auch, weil es eine Gemeinschaftsschule war und das meine allererste Gemeinschaftsschule war. Und ich saß so oft zu Hause und habe mich geärgert, dass ich die Information, die ich jetzt benötige, in einem Leitsordner im Lehrerzimmer stehen habe oder dass nur die Konrektorin oder Rektor weiß. Und so konnte ich dann oder so können jetzt die neuen Kollegen unabhängig davon die Information haben, wann sie sie brauchen. Und wenn wir mal ehrlich sind, na, so funktioniert ja eigentlich die heutige Zeit. Wenn ich jetzt heute eine Frage habe, wenn mich irgendwas interessiert und wenn es nur ist, wie ich eine Rigipswand hochziehe, dann interessiert mich das in dem Moment, wo ich es brauche und ich hole mir die Information, wann ich sie genau haben will. Zu diesem Zeitpunkt, wo ich sie benötige. Ich gucke mir nicht davor 3 Monaten einen Kurs davor an, einen Heimwerkerkurs und überlege dann nochmal ganz akribisch, oh Gott, wie war das denn nochmal? Und schaue mir meine Aufzeichnungen nach und weiß schon gar nicht mehr genau, was ich notiert habe, sondern ich will jetzt wissen, wie es geht, ohne Verzögerung und zwar ganz komfortabel. Und das können wir mit solchen Kursen ermöglichen. Das möchte ich jetzt auch, lieber Matthias. Ich möchte jetzt wissen, wie es geht. Ich habe hier eine Frage für dich. Ja. Herr Wagner vom Raiffeisen Campus fragt, wer ist für die Schulorganisationskurse verantwortlich? Also wer stellt die Struktur her und wer moderiert wahrscheinlich das Ganze, auch wenn vielleicht ähnliche Rechte da sind, wie zum Beispiel alle sind Lehrkräfte bei euch. Das ist sehr unterschiedlich, warte. Und können Sie ein Beispiel dafür geben, wo die Grenze zwischen zwei Kursen Themen verläuft? Kursen/Themen. Okay, ich versuche mal mich als allererstes an der ersten Frage natürlich. Am Anfang hatten wir wirklich Moderatoren eingeteilt. Das waren insgesamt 3 Kollegen. Mittlerweile haben wir eigentlich nur noch, naja, ich gucke ab und zu mal ein bisschen drüber, aber es wird nicht mehr hart moderiert. Das hat sich auch als Fehler herausgestellt, bei unserem Kollegium zumindest, das hart zu moderieren, wenn die Struktur stimmt. Und die Struktur, dazu komme ich auch gleich nochmal ein bisschen im Detail, haben wir in den 2 pädagogischen Tagen insgesamt erstellt und uns angepasst, sodass es für alle verständlich war, wie es funktioniert. Also auch nicht irgendwie jetzt plötzlich ins gemachte Nest werfen, sondern wir haben das
zusammen entworfen und haben dafür insgesamt für das alles zweimal 1,5 Tage pädagogische Tag dafür benutzt. Und dadurch war die Problematik gar nicht gegeben, dass man es hart moderieren muss, sondern wir hatten dann einfach, es war halt, ja, nehmen wir es mal an, es war verstanden, wie wir es uns ausgedacht haben. Und dadurch hatten wir das Problem nicht. Die zweite Frage brauche ich noch ein bisschen eine Erläuterung, glaube ich. Ja, Herr Wagner, Sie können sich auch melden und zum Beispiel auch die Frage direkt stellen. Das hatte ich am Anfang wahrscheinlich nicht erwähnt. Sie können wirklich auch die Hand heben und wirklich zwischendurch auch sich per Audio dabei zuschalten. Da sind Sie auch schon. Ich wusste, dass ich mich auf Sie verlassen kann. So, mal schauen, ob ich das hier, ja, auch ein langjähriger, sehr guter. So, jetzt müsste ich einmal hier die, ich bin selten, jetzt müsste es gehen, Herr Wagner. Ich bin nicht so oft im Rat, ich komme aber rein. Hallo, schön, Sie zu hören. Ja, vielen Dank. Erstmal der erste Teil der Frage fand ich schon sehr spannend, dass es so passiert ist und dann macht das natürlich auch alles Sinn, völlig klar. Unsere Erfahrung in diesem Prozess ist, dass nach ein paar Jahren, wenn dann wieder ganz viele neue Kollegen irgendwie vielleicht ins Kollegium gekommen sind, also wir waren eine Schule im Aufbau und bei uns gab es einen relativ hohen Zusatz jedes Jahr, so 3 bis 4 Kollegen. Und nach 2, 3 Jahren hatten ja natürlich vielleicht die Hälfte des Kollegiums gar nicht an diesen Erstellungsworkshops teilgenommen, an diesen pädagogischen Tagen, und dann war es nicht mehr selbsterklärend. Also das war für uns damals ein Problem und dann fängt man immer wieder an, in diesen Redaktionsprozess zu kommen. Da haben wir dann versucht, wir haben dann einfach Verantwortungen gesetzt. Ne? Es gab Kollegen, die für einen bestimmten Informations- oder Organisationsbereich einfach moderatorentechnisch zuständig waren. Deswegen meine Frage. Und die Grenze, bei uns geht die Stunde los. Die Grenze zwischen zwei Kursen, also wenn es Schulorganisationskurse gibt, dann stelle ich mir das jetzt so vor, dass es, was weiß ich, ein Schulorganisation Orientierungsstufe oder Mittelstufe, zwei verschiedene Kurse sind, oder es könnten ja auch themengetrennte Kurse sein, also was weiß ich, Umgang mit Eltern etc. pp., Elternarbeit ist einer und ein anderer ist pädagogische Begleitung in der Berufsorientierung oder sowas. Also noch ganz kurz zu eins. Da greife ich kurz ein bisschen vor, aber das ist einer meiner liebsten Themen. Wir haben noch zusätzlich, damit eben sowas nicht passiert, wenn wir haben auch jetzt erst die letzten 2 Jahre hat sich schon ordentlich was bewegt im Kollegium. Und das Schöne ist, wir hatten das Problem nicht, entweder wir hatten echt viel Glück oder es hat funktioniert, was wir gemacht haben. Wir haben einen Tutorial-Kurs. Und dort sind eigentlich so gut wie keine schriftlichen Tutorials, sondern entweder sind es besprochene PowerPoints oder Aufnahmen von Bildschirmen, wo dazu gesprochen wird. Und da erklärt zum Beispiel auch ich die Struktur, wie wir sie uns gedacht haben. Und es war damals direkt nach dem pädagogischen Tag, also so richtig frisch und wie es auch gedacht war, ohne Verfälschung, dass die Zeit drüber gelaufen ist. Und so konnten die Kollegen, wurden dazu angehalten, die Neuen, sich in diesem Tutorial-Kurs umzuschauen, sich ein bisschen durchzuarbeiten und einzuarbeiten. Das Schöne ist, da ist eine Eigenmotivation dahinter. Wer noch nie mit It's Learning gearbeitet hat, braucht am Anfang ein bisschen Hilfe, egal wie intuitiv das Ganze ist, und es ist es ja sehr. Und dadurch sind sie früher oder später auch über unsere Denke gestoßen und wie wir das Ganze organisiert haben und wie das auch gewachsen ist. Und die sehen ja auch am Datum, wann das alles passiert ist und wie lange das schon her ist und wie viel Arbeit da drin steckt. Und dadurch ist es wahrscheinlich, meiner Meinung nach, so gewesen, dass wir jetzt diese Problematik nicht hatten oder wir hatten halt einfach Glück. Das kann natürlich auch sein. Und zum Zweiten, wir haben das so gemacht, okay. Der Kurs hat uns geraten, nicht zu viele Kurse zu machen, was die Organisation betrifft, weil es dann eventuell unübersichtlich wird. Und am Anfang, also mein erster Entwurf, den ich Herr Delkus geschickt hatte damals, war wesentlich mehr Kurse, wie wir jetzt haben für die Organisation. Wir haben Fachschaftskurse für die einzelnen Fachschaften. Wir haben einen Merian intern, haben wir es getauft, für alles Schulorganisatorische. Dort haben wir halt dann getrennt in den Plänen im Planer
dass wir da im Prinzip die Unterteilung haben. Sprich, jeder kann wirklich auf alles zugreifen, auch wenn ich vielleicht heute noch nichts damit zu tun habe. Aber wer weiß, vielleicht entdecke ich da auch ein Themenfeld oder ein Interessenfeld, das ich da zukünftig übernehmen möchte. So war niemand abgetrennt von der ganzen Sache. So haben wir es gemacht. Und zusätzlich noch Almerian Schule. Da sind dann alle Schüler, alle Eltern und die Kollegen drin. Da sind dann nur die Informationen, die nach außen gehen sollten an die Eltern und an die Schülerschaft. Ah ja, prima. Klingt gut. Danke. Bitteschön. Dann rutsche ich mal weiter, würde ich sagen. So, die Rakete fliegt schon wieder. Der Antrieb. Jetzt habe ich ein bisschen viel drüber geredet, was man alles für Voraussetzungen braucht. Wir brauchen aber halt auch einfach die Motivation, den Antrieb. Und da brauchen wir natürlich Interesse und auch einen Anreiz. Es muss einen Anreiz geben. So ticken wir Menschen, meiner Meinung nach. Ich bin kein Psychologe, aber ohne Anreize geht es halt einfach nicht. Und deswegen habe ich jetzt die Vorteile des Kollegiums, aus der Sicht des Kollegiums, so ein bisschen zusammengefasst, die Sie vielleicht dann auch einfach Ihrem Kollegium mal zeigen können, was wir für Tolle haben. Und zwar die Kommunikation innerhalb des Kollegiums. Wir haben erstmal nur die Kollegiumssicht. Wir lassen es erstmal einen Schritt nach dem anderen. Und zwar wir als Learning Chat. Wir haben am Anfang, als ich gestartet habe an der Schule, wöchentlich, ich weiß nicht, ob das jetzt eine hohe Zahl ist für eine Schule, aber wir hatten teilweise bis zu 60 E-Mails im Postkasten, in unserem Dienstmail, wöchentlich. Ich weiß nicht, ob es viel ist. Mir kam sehr viel vor. Ich habe eine Zeit lang, als ich noch als Koch in Amerika gearbeitet habe, habe ich für einen großen Konzern gearbeitet, war auch ein bisschen in der Führungsetage unterwegs, in der Küche, und da gab es nicht so viele E-Mails. Von dem her, ich war recht überrascht. Das Tolle an dem E-Learning Chat ist, er ist schnell, er ist rechtssicher, weil es ist kein WhatsApp und wir sind DSGVO-konform, und er ist easy to use, weil er eben funktioniert wie alle anderen Chats auf jedem Gerät, das ich möchte, entweder im Browser, auf dem PC, Laptop, Tablet oder halt einfach via App, wo er am komfortabelsten ist. Dann haben wir die, großer Vorteil, Raum- und Ressourcenbuchen ist in It'sLearning integriert, sprich, wenn ich morgen den PC-Raum brauche, mir fällt es abends schweißgebadet, nachts, keine Ahnung, um 1 Uhr nachts ein, weil ich die Idee hatte für den besten Unterricht der Welt, und ich brauchte aber den PC-Raum oder die iPads, dann kann ich die, wenn sie noch verfügbar sind, natürlich im Kalender von It'sLearning buchen. Die Erreichbarkeit ist gegeben, es ist flexibel und ich kann Zeit sparen. Dann haben wir, genau wie schon erwähnt, die Fachschaftskurse zur erleichterten Planung und zu Absprachen. Wieder Wissen auf Abruf, ich bin wieder flexibel und ich kann Synergieeffekte nutzen, denn ich bin ja meistens nicht, also einige Kollegen vielleicht, aber meistens nicht nur in einer Fachschaft. Sprich, wenn sich da in einer Fachschaft organisatorisch was, so die Evolution stattfindet auf It'sLearning, die haben eine neue Idee, wie sie sich strukturieren, wie sie kommunizieren, kann ich das auf andere Kurse übertragen. Entweder natürlich, indem ich es wirklich übertrage und die Sachen rüberkopiere, oder ob ich einfach nur das Wissen weitertrage in den nächsten Kurs. Genau. Das Arbeiten in der Schule ist im Prinzip gegeben, wie es einfach die ganze Zeit ist. Ich kann Informationen innerhalb der Schule, genauso wie außerhalb der Schule, erreichen, flexibel, mit einer Rechtssicherheit, und die Erreichbarkeit, solange ich Internet habe, ist gegeben. Das ist ein riesengroßer Vorteil. Dann hätten wir noch Dokumentation und Informationen, habe ich vorher schon erwähnt, durch die Fachschaftskurse, durch das Merian Internen für die Schulorganisation oder durch Merian Schule haben Kollegen eine transparente Möglichkeit, auf Abruf Zeit sparen, sich zu informieren, genau wann sie es brauchen. Wir wissen es alle, in GLKs werden manchmal fantastische Dinge beschlossen, aber meistens sind GLKs zu späterer Stunde oder halt einfach nach dem Schultag, reicht ja schon, muss nicht mal spät sein, und der Kopf ist relativ voll, um sich das alles zu merken. Schwer, per E-Mail rumgeschickt, es ist irgendwo im E-Mail-Postkasten. Hier weiß ich, es ist an einem festen Ort, wo es immer passiert. Der Kollege, der das Protokoll geschrieben hat, kann es hochladen und ich kann es abrufen, wenn ich es benötige. Und dann haben wir natürlich noch eine Sache, über die wir noch gar nicht geredet haben. Es gibt mehr Möglichkeiten im Unterricht. Egal ob Präsenz, Online- oder Hybridunterricht. Wir können zeitgemäß, flexibel und sogar asynchron lernen. Asynchrones Lernen für alle, die die Erfahrung noch nicht gemacht haben, ist einfach, dass Schüler, die zu Hause sind, vielleicht nicht gleichzeitig da sein können, wie Schüler, die präsent da sind. Und so kann ich aber trotzdem alles bereitstellen, meinen gesamten Unterricht zur Verfügung stellen, jedes Arbeitsblatt,
auch Audio-Inputs und so weiter und so fort, sodass derjenige, der jetzt vielleicht gerade, wo es Internet gerade nicht tut oder aus anderen Gründen nicht da sein kann, es geht auch ganz ohne Pandemie, dass Schüler krank sind, kann den Lernstoff jederzeit nachholen, wann er es braucht, mit der, apropos, der gleichen Flexibilität, wie unsere Kollegen hier arbeiten können. Das wäre so die Motivation. Gibt es zur Motivation noch Fragen? Ich denke nicht. Sonst hätte Herr Deckus bestimmt geschrien. Okay. Ich vergesse mal, das Mikro einzuschalten. Ach so, gab es keine Frage. So, hier wird nach einem Tutorial gefragt zur Raum- und Ressourcenbuchung. Ich schaue da gerade auf den Support-Seiten, ob ich da einen schönen Link für Sie finde. Ansonsten merke ich mir die Frage und werde sie nachreichen. Hier kommt noch was von Herrn Wagner nochmal. Mich würden die Details der Kommunikation im Kollegium via Chat interessieren. Bei uns wünschen sich die Kolleginnen oft die E-Mail zurück, da sie den Chat als unübersichtlich bzw. überfordernd empfinden. Herr Wagner hat sich dazu auch gemeldet. Ich schalte ihn nochmal im Anschluss an. Aber du hast, glaube ich, die Frage verstanden, ne? Genau. Das stimmt. Chatten will gelernt sein. Ich sage meinem Kollegium immer, ich chatte schon, seit ich 10 bin, zu den ganzen Anfängen des Internets noch mit Modem einloggen und so weiter. Ich bin jetzt 36. Also ich habe ein bisschen Vorsprung als so manch anderer Lehrerkollege. Ich bin damit nicht alleine, aber ich habe einen leichten Vorsprung. Und für mich sind viele Dinge schon normal gewesen, so von der Chattikette nennt sich das. Und da haben wir so folgende Dinge eingeführt. Wir haben das mehrere Jahre intern. Da gehen immer, das ist so mehr Sender als alles andere, sprich da sendet die Schulleitung oder jeglicher andere Kollege oder Kollegin Infos raus, die alle betreffen, die wirklich alle betreffen. Die Fachschaftskurse, klar, die können auch untereinander chatten, da gehen nur fachschaftskursrelevante Sachen rein. Und alles Weitere, damit es nämlich nicht unübersichtlich wird, haben wir die Mitteilungen benutzt, weil es nämlich viel, viel angenehmer ist zum Nachverfolgen, wer was wann geschrieben hat. Die Mitteilungen sind nicht Chat-Mitteilungen, sondern sind die Mitteilungen gemeint, die auf der Kursstartseite sind. Mhm. Wenn ich an einem Kurs bin, gibt es ja die Mitteilungsseite. Und wenn ich dort meine Info oder meine Frage oder auch eine Diskussion starten will, sieht es nachher aus wie ein bisschen wie Facebook. Und dann habe ich die Problematik der Unübersichtlichkeit nicht mehr. Und vor allen Dingen kann man da auch jederzeit Vergangenes entspannter nachlesen. Es ist ein bisschen strukturierter. Also der Chat ist eher so für uns ein Sendemittel, außer jetzt in One-on-One-Chat, wenn wir einfach Dinge absprechen oder Fachschaft, da wird auch gerne mal diskutiert, was ich eigentlich einen Vorteil finde. Und das Schöne das am Chat ist eigentlich, man lässt so ein bisschen die unnötige Grußformel, Verabschiedungsformel. Wir sind immer noch höflich und wir sagen natürlich auch Hallo und Tschüss, aber so alles das Drumherum, wo man auch manchmal wie so ein Brief arbeitet mit, wie geht es Ihnen? Bleibt manchmal ein bisschen weg, weil es geht um den Kern. Ein Chat ist ein bisschen direkter. Das bringt so die Kommunikation auf den Kern runter. Ich will eine Info raushauen oder ich brauche eine Info. Ja, das ist eine gute Idee mit den Mitteilungen. Das muss ich mir merken. Es geht bei unseren Kollegen vor allen Dingen darum, dass sie genervt sind davon. Also sie sind in einem Kurs drin, in dem sie drin sein müssen, es ist auch wichtig, dass sie partizipieren, aber vielleicht erst am Freitag. Und alle Nachrichten über den Chat in diesem Kurs von Montag bis Donnerstag machen aber bei ihnen auch ping, 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 ping. Und das ist halt das, was dann Stress verursacht. Ja, jetzt nur drüber nachdenken, inwieweit das in diese Facebook-Struktur, das muss ich mir merken, das Beispiel, das ist gut. Das könnte Ruhe reinbringen, glaube ich. Ja, aber es sind ganz oft eben auch kurzfristige Absprachen. Also wir haben so ein fachübergreifendes Lernmodell, wo wir eben nicht mehr in Fächern arbeiten und dort ist eine sehr lebendige Absprache zwischen den Kollegen, die in den jeweiligen Jahrgangsstufen arbeiten, beziehungsweise dann nach dem Stundenende übergeben an die Folgeleute nötig. Und da habe ich dann vielleicht freitags eine Stunde davon und dann kriege ich aber sämtliche Übergaben sozusagen mit, ne? Kann natürlich aber auch ein Vorteil sein, da ich mitbekomme, wie es andere tun. Also ich bin ein Teil des Prozesses. Also ich verstehe schon, dass es auch anstrengend sein kann, aber eigentlich schadet es ja auch nicht, das mitzubekommen. Klar, aber wenn ich zum Beispiel in 4 Jahrgängen in diesen Arbeitsgruppen bin, dann ist es schon herausfordernd. Es ist eine Frage des emotionalen Stresslevels einfach an der Stelle, ne? Ich glaube,
Auf der Faktenebene ist klar, das ist super. Also es ist jammern auf hohem Niveau. Wir sind froh, dass das so funktioniert. 100% des Kollegiums reden miteinander. Wir arbeiten als Teams. Das ist alles super. Ja, aber unser Thema in diesem Schuljahr ist eben Kommunikation und vor allen Dingen eben auch Achtsamkeit und wertschätzende Kommunikation untereinander. Und dann spielen eben solche Überforderungssituationen im Einzelnen eine große Rolle. Und wir versuchen da gerade, es gibt keine technische Lösung dafür, aber wir versuchen sozusagen die Bedürfnisse auch technisch in irgendeiner Weise zu begegnen. Ja, bis man eben vielleicht selber auch erfahren hat, okay, das liegt auch an meinem eigenen Kommunikationsverhalten und dann muss ich da vielleicht drüber nachdenken und dann nervt es die anderen nicht und dann fangen die anderen drüber und so weiter und so fort. Ja, okay. Gut, ich merke, also, dass Facebook, das ist super, ja. Ja, absolut. Und was wir sehen, ist manchmal auch, dass sich das Kommunikationsverhalten wirklich ändert, dass man wirklich auch mal herausfinden muss, welche neuen Kanäle und Formen es gibt und dass dieses Instant Messaging auch nicht immer das geeignete ist, um zum Beispiel nachhaltig auch bestimmte Informationen dort abzulegen. Wir sehen sehr oft, wie sich vom Messaging die Arbeit in den Kurs verlagert und nicht immer Nachrichten ad hoc dort stattfinden. Matthias, es gibt einige Fragen. Ich möchte mal gern dem Herrn Gramann auch das Wort erteilen. Kommst du hin noch mit deinem Vortrag? Du sagst, du bremst aus oder sagst Bescheid, ne? Ja, das passt. Herr Gramann, super. Ich erteile Ihnen einmal das Wort. Vielen Dank, Herr Wagner. Bis gleich, hoffe ich. So. Ja, Herr Gramann. Mein Name ist Gramann. Genau, ich komme aus Bremen. Ich bin stellvertretender Schulleiter einer sehr kleinen Schule. Wir sind eine Fachschule, wir haben wenig Lehrkräfte. Von daher haben wir viele Probleme, die jetzt in größeren Teams vorhanden sind, nicht so, weil wir uns relativ gut absprechen können. Für uns ist eher das Problem, wir haben jetzt relativ neu It's Learning. Wir haben lange mit Moodle gearbeitet. Sind ja ein bisschen ähnliche Systeme, aber ich stelle jetzt einfach fest, dass es für uns sehr schwierig ist oder ich sag mal, uns fehlt so ein bisschen die Möglichkeit, wie wir Dinge erproben können, Tools erproben können, die in die It's Learning jetzt zur Verfügung stellt. Also ich mache das immer sehr kompliziert. Ich muss dann zum Teil, habe ich jetzt einfach so Dummy Personen eingerichtet, um zu sehen, wie sieht denn das dann auf der anderen Seite aus? Das können meine Kollegen alles gar nicht, weil sie überhaupt nicht die Zeit dazu haben. Wie haben Sie das gemacht? Wie können Sie das entwickeln? Also wie haben Sie sozusagen die Tools entdeckt und dann letztendlich auch den Kollegen so vorgestellt? Das ist mir noch nicht so ganz transparent geworden. Es gibt zwei Möglichkeiten, das ein bisschen zu angenehmer zu gestalten. Ich weiß nicht, ob Sie das Feature kennen, dass Sie, also nicht für jedes Tool, aber in einem Kurs können Sie ja umschalten zwischen der Ansicht zwischen der Lehrperson, dem Schüler und dem Gast. Genau, Gast ist ja dann Eltern. Das bringt schon mal ganz viele Möglichkeiten für die Kolleginnen und Kollegen, um in einem Kurs selber rauszufinden, wie sieht es der andere. Und ja, ich habe mir auch Dummies gemacht. Also ich habe bis heute noch Lehrer- und Schüler-Dummies. Die Zugangsdaten sind bei uns hinterlegt im Tutorial-Kurs, sodass auch die Kolleginnen und Kollegen selber mal einloggen können, falls sie das möchten und selber erproben können. Und dann haben wir wirklich, um das die Problematik wegzunehmen, weiß ich nochmal, also wirklich dieser Trick, diese On-Screen-Tutorials, wo aufgenommen ist, was sehe ich gerade und jeder einzelne Klick dokumentiert ist, sodass man auch nachklicken kann. Da habe ich auch aus Elternperspektive was geklickt. Also ich habe einmal die Eltern gespielt und Fragen gestellt und dann hingeklickt und einmal auch die Schüler. Und so konnten sich die Kollegen ein Bild machen, wie das aussieht. Also ich habe wirklich sehr viel mit Videotutorials gearbeitet. Der Vorteil ist, nicht nur, dass es meiner Meinung nach leichter zu verstehen ist, weil ich die bewegte Maus sehe, das ist sehr schnell produziert. Es ist Aufnahmegeräte, Software gibt es für umsonst. Klicke ich dran, rede einfach ins Mikrofon und zack, ist das Ding hochgeladen. Also ich hatte zur Corona-Hochphase, wo wir doch ein paar mehr Tutorials brauchten, habe ich, glaube ich, so in 2-3 Minuten Videotutorials am Tag dann produziert, so 10 Stück, also insgesamt eine halbe Stunde, aber wir hatten 10 neue Tutorials, wo alles geklärt war und dann war Ruhe, anstatt eine PDF oder ein Word zu erstellen. Ja, das sehe ich auch so. Das denke ich auch. Das ist einfacher. Ich glaube, wir stecken im Moment in der Phase. Wir haben jetzt It's Learning, weiß ich nicht, vielleicht 3 Monate oder irgendwie sowas. Das heißt, wir müssen eigentlich jemanden haben, und das bin im Moment ich nur alleine, der sich sozusagen in diese ganzen Sachen einarbeitet. Und das ist sehr, sehr zeitaufwendig. Das ist einfach das, was ich merke.
so, aber das klingt jetzt auch danach, dass es da auch keine Lösung gibt. Das ist einfach so, man muss damit sich auseinandersetzen. Und dann kann man natürlich, ich sag mal, so ein Tutorial kann ich erstellen, wenn ich Übung habe. Wenn ich weiß, wie das Ding funktioniert und das 5-mal gemacht habe, dann weiß ich, wie es geht. So, aber selbst nach 5-mal merke ich immer wieder, ich habe was gemacht, ne, und dann stelle ich wieder fest, okay, da musst du noch ein Häkchen setzen oder dies und das. Ne, also das, da sehe ich so ein bisschen die Schwierigkeit. Da würde ich mir wünschen, um das mal so ein bisschen abzukürzen, da würde ich mir wünschen, tatsächlich auch solche Tutorials zu haben, auf die ich zugreifen kann, ohne dass ich das wieder alles erstellen muss für unsere Schule. Gibt es da so eine Möglichkeit? Ja, also es gibt auf der Support-Seite eine ganze Menge an Anleitungen, die auch mit der Plattform mitwachsen. Das Problem ist immer, dass die Plattform sich halt ständig verändert. Und vor allem, dass die Implementationen an den Schulen vor Ort auch extrem unterschiedlich aussehen. Und daher ist es oft auch in der Hand, nach der Implementation, in der Hand der lokalen Koordinatoren, so wie ich sie mal nennen möchte, auch das Kollegium da auf sehr bestimmte, konkrete Komponenten der Implementation aufmerksam zu machen. Und beim Tutorials ist es so, dass man vielleicht schauen muss, dass der Anspruch nicht zu hoch gesetzt wird, sondern dass man es natürlich erklärt, ein, zwei Sachen auch zulässt, dass es nicht perfekt ist, aber dass es funktional ist und sie vor allem sehr viel Getippe und persönliche Treffen da auch sparen. Ne? Also so diesen Ansatz sehe ich oft. Ich will da nicht das Qualitätsmerkmal irgendwie nennen. Ne? Aber ich kann den Wunsch nachvollziehen, den hatte ich am Anfang auch recht oft und habe mir auch eigentlich gewünscht, dass Office Learning von der Seite irgendwie mehr bringt, aber wie Herr Delkus schon gesagt hat, das ist teilweise so einzigartig, wie die Struktur aufgebaut ist. Einzelne Tools gibt Sinn und das Schöne ist, wenn man mal durch das Tal der Tränen durch ist, hat man natürlich auch eine Expertise, die halt natürlich dann auch sich bewährt, weil dann wissen sie wirklich zu 100% Bescheid, wie das Ding funktioniert. Und es ist einfach unschlagbar, wenn man jemanden vor Ort hat, der wirklich Bescheid weiß. Ja, das, ich bin da einfach auch ein bisschen verwöhnt, sag ich mal, durch Moodle, weil Moodle hat haufenweise Plattformen, wo ich Fragen stellen kann, wo ich sofort Antworten bekommen habe, wo ich mich auch, sag ich mal, so über diese Experten, die da waren, auch durchhangeln konnte. Häufig, also ich habe jetzt in der Anfangszeit immer wieder gemerkt, es tauchen Probleme auf, die ich erst verstehe, nachdem ich 5-mal rumprobiert habe, dass zum Beispiel bestimmte Schüler geben mir eine Rückmeldung, ich kann das gar nicht sehen, bis ich dann rausgekriegt habe, okay, die arbeiten mit einem Mac oder so und da müssen Einstellungen verändert. Also das sind alles so Sachen, wo ich so immer denke, für einen Anfänger, für jemanden, der neu einsteigt, wäre so eine Plattform, wo ich Fragen stellen kann, die ich auch relativ zeitnah beantwortet kriege, eine Riesenhilfe. Ja, Möglichkeiten beim Zentrum für Medien, also auf der Installation für Bremen, können Sie eine ganze Menge an Fragen stellen. Da sehe ich auch schon im Chat eine ganze Menge, die darauf hinweist. Da muss ich gleich mal ein paar Informationen noch einholen, wo wir es finden können. Und gerade Bremen hat einen Vorteil, weil es da Ansprechpartner gibt direkt. Ne? Aber generell haben wir das. Ja. Und noch. Sorry. Und zusätzlich gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, das Twitter-Lehrerzimmer. Also auf Twitter gibt es den Hashtag Twitter-Lehrerzimmer. Und da hat es auch einige, für viele It's Learning-User. Und da können sie auch eine Frage stellen. Meistens gibt es eine Antwort, außer natürlich keiner hat eine Antwort. Aber da frage ich auch mittlerweile sehr oft und sehr gerne nach. Und es geht teilweise rasend schnell. Okay, super. Das ist ein toller Tipp. Da kann ich auf jeden Fall mal schauen. Kann ich jedem empfehlen, das Twitter-Lehrerzimmer. Das ist super. Okay, super. Dann erstmal schönen Dank. Dankeschön. Gibt es noch weitere Fragen? Ich glaube, mach erstmal weiter. Okay, also dann machen wir weiter. Start und Flug. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen Zeit reinholen, aber ist kein Problem. Sollte ich jemals zu schnell reden, bitte bremsen. Die Implementierung. Und zwar natürlich so, wie es wir gemacht haben. Jeder muss da seinen eigenen Weg finden, aber ich zeige ganz kurz auf, wie das hier bei uns angefangen hat. Wir haben 2015... trat die damalige Schulleitung an mich heran mit einem Wunsch nach einem Lernmanagementsystem. Und ich habe sie mir wirklich damals, die zur Verfügung standen, alle angeschaut. Und wir haben eine Bedarfsanalyse gemacht mit dem Kollegium, was wir denn so möchten. Da sind auch unter anderem diese Dinge rausgekommen, die wir am Anfang als Motivator fürs Kollegium formuliert hatten.
Und das haben wir in der GLK gemacht. Wir haben quasi fast die ganze GLK für die Bedarfsanalyse verwendet und eine kleine Arbeitsgruppe gegründet. Am Anfang Team Lernmanagementsystem. Kurz darauf kam Team It's Learning dabei raus, denn da gab es für mich relativ schnell keine Alternative mehr, denn diese Usability und das Optische und wie das funktioniert, für den Endbenutzer auf jeden Fall und auch von der Admin-Seite, war dort und ist auch meiner Meinung nach heute unschlagbar. Dann ging es weiter im Zeitstrahl. 2016 haben wir dann, also wir haben uns Milestones gesetzt in dieser Arbeitsgruppe und der erste Milestone, man hört mein Schwäbisch, der erste Milestone war die Kommunikation, der Kalender, Raum- und Ressourcenbuchung und Schulorganisation. Und da haben wir sozusagen für die Implementierung und für diesen ersten Milestone haben wir zwei pädagogische Tage, beziehungsweise ein pädagogische Tag Einheit mit 1,5 Tagen mit Referent von It's Learning, das war damals Herr Delkus, der kam extra zu uns und wir haben das Ganze, was ich vorher schon erwähnt habe, unsere Logik, unsere Struktur und auch alles, was dazu zugehört zum Milestone 1, dort im Prinzip entwickelt und umgesetzt und den Rahmen dafür geschaffen. Dann geht's weiter und zwar Bilanz ziehen. Das ist immer wieder, Sie wissen es selber als Lehrer und Lehrerin, es ist wichtig, Bilanz zu ziehen, es ist wichtig, Feedback zu holen. Und das ist natürlich eine Sache, die immer wieder sein muss. Und vor allen Dingen ist Rechtschreibung auch so eine Sache. Wir haben die Umfragung über It's Learning gemacht, ganz einfach, um Zeit zu sparen. Dann, lass mich gucken, ist ein Fenster im Weg. So, den Milestone 2 haben wir dann It's Learning für Schüler und Schülerinnen genommen. Dort wollten wir am Anfang nur Kommunikation, also reden via Chat und dass die Schülerinnen und Schüler den Kalender benutzen. Der Kalender ist bei uns einerseits wichtig für Schultermine, aber wir haben auch einen Kurs Klassenarbeiten eingerichtet, wo nur die Klassenarbeitstermine sozusagen stehen. Und so können die Schülerinnen und Schüler jederzeit sehen, wann die Klassenarbeiten sind. Und natürlich auch die anderen Kollegen sehen das. Sprich, ich habe so ein bisschen auch ein Gefühl dafür, wann Klassenarbeiten geschrieben werden innerhalb des Schuljahres und wann es mal vielleicht zu viel ist oder ob ich eine verschieben sollte. Und Unterricht natürlich, aber Unterricht light. Das haben wir komplett offen gehalten. Wir haben den Kollegen gesagt, hier ist der Kurs, ihr kennt das aus den Fachschaften. Wir haben jetzt ungefähr ein Jahr lang damit rumgespielt in Fachschaften. Ihr wisst grob, was möglich ist. Bitte nutzt den. Da am Ende dieses Milestone 2 ist, also Ende 2017, haben wir noch einen pädagogischen Tag rangehängt, auch über 1,5 Tage. Da haben wir die Auswertung von diesen beiden Milestones mit einbezogen. Und haben It's Learning Workshops, gerade zum Beispiel für den Planer, für den Unterricht, nochmal zur Kommunikation, auch einzelne bedienbare Elemente, wie erstelle ich einen Auftrag, so die ganzen kleinteiligen Sachen, haben wir verschiedene Kolleginnen und Kollegen rangezogen, die es gerne machen wollen würden und haben es dann nochmal dem Kollegium sozusagen fortgebildet. Und alles natürlich auch wieder mit Videotutorial sozusagen archiviert und festgehalten. Dann ging es weiter. 2008. Im ersten Halbjahr war der Milestone 3, It's Learning für alle. Mann, war ich da aufgeregt, weil Kolleginnen und Kollegen, die kennt man, das ist okay. Die Schüler kennt man sowieso und im Notfall hat der Lehrer ja immer recht. Natürlich nicht, aber Sie wissen, wie ich es meine. Aber wenn die Eltern dazu kommen, das mischt die Karten schon nochmal neu. Aber wir haben ganz gut davon profitiert, dass wir auch hier wieder It's Learning mit einem Sinn versehen haben. Das heißt, wir haben zum Beispiel die Projekttage, welches Projekt gewählt wird oder auch das Profilfach in Baden-Württemberg wird gewählt, haben wir über It's Learning stattfinden lassen. Wir haben Elterninfos via It's Learning rausgegeben über den Kurs Merian Schule. Wir haben Abstimmungen oder Umfragen über It's Learning gemacht, die am Anfang wirklich nicht so gut angenommen wurden, weil sie vielleicht auch zu lang waren. Aber gerade diese verpflichtenden Dinge, wie dass die Projekttage gewählt werden und wer nicht wählt, wird im Prinzip zwangszugeteilt in denjenigen, wo noch nichts ist. Und auch hier hatten wir die Bedenken, dass es ja fast schon unfair ist, wenn First Come, First Serve gilt. Also wer als Erster da ist, hat den Projekttagen-Slot im Prinzip gebucht. Ja, so ist es halt nun mal manchmal. Das ist auch eine Lektion, so haben wir es für uns entschieden, die man als Schüler und Schülerin und auch als Eltern lernen kann oder vielleicht auch sollte fürs spätere Leben oder fürs Aktuelle, dass man halt manchmal zackig unterwegs sein muss. Dann der Milestone, ich sehe schon, Milestone ist halt nicht mein Freund, das Wort. Der Milestone 4 war die Integration von Bildungsplan in Baden-Württemberg. Da war Herr Delkus mal wieder auf den Abstecher da und hat mit uns Excel-Tabellen getippt, damit es möglich war. Es war auch eine richtig, richtig
knifflige Kiste. Und den Tutorial-Kurs haben wir dann vollends ausgebaut und so schick gemacht, wie er heute ist, mit den Videotutorials. Am Anfang habe ich, wie gesagt, noch Word-Dokumente und PDFs erstellt. Und durch die Integration vom Bildungsplan, dass die Kompetenzen des Bildungsplans verfügbar sind, hat es nochmal einen ordentlichen Boost gegeben, für uns in Baden-Württemberg zumindest, was die Fachschaftskurse betrifft. Denn wir konnten plötzlich den Bildungsplan richtig schön abbilden mit den Stoffplänen, die wir in den Plänen in unseren Fachschaftskursen erstellt haben. Das wäre eine eigene Präsentation wert, weil es dann schon echt vielschichtig wird. Aber es war eine riesige Erleichterung. Man hatte so eine Planungssicherheit und man hatte auch immer ein Feedback. So, mache ich denn überhaupt alles richtig? Manche Kolleginnen und Kollegen haben das Bedürfnis dieses Feedbacks, diese Sicherheit, die sie brauchen. Und so konnten wir genau von vielen Quellen innerhalb der Fachschaft zusammengetragen einen Stoffverteilungsplan erstellen, wo der Bildungsplan mit integriert ist. Und so können auch neue Kolleginnen und Kollegen sehen, so ungefähr haben wir es gedacht. Darauf legen wir Schwerpunkte. Natürlich darf jeder Kollege und Kollegin auch eigene Schwerpunkte setzen oder auch das umändern. Es ist nur eine Richtung, in die es geht. Genau, wir haben passgenaues Feedback für Schüler und Schülerinnen durch diese Möglichkeit und natürlich, wie schon gesagt, die Videoanleitung für die Kolleginnen und Kollegen in unserem Tutorial-Kurs, was sehr viel gebracht hat. Dann geht's weiter. Und zwar der Meister und Fünf. Ja? Ja, Matthias, sorry. Einmal gibt es eine Frage zum Bildungsplan BW. Ob der zentral möglich ist, der Zugriff darauf. Ja, der ist zentral möglich. Und zwar über das nationale Repository. Ich glaube, das war jetzt der Begriff, auf den Sie gewartet haben. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt hier zeigen können oder ob wir es im Nachgang auch mit an die Präsentation rankleben, wo dann auch der Link zu dem Webinar dran sein wird. Das werde ich mir mal notieren und wir werden da einen Screenshot hinterlassen, wie Sie dann in einen Kurs BW Bildungsplan Kompetenzen oder wie nennt ihr das? Standards, Lernziele einsetzen können. Kompetenzen. Ja? Oder kann. Genau. Ja. Das war übrigens damals auch ein Schlüsselmoment, wo wir sehr, sehr viel über die Arbeit mit Bildungsplänen gelernt haben bei euch. Ihr seid eine der Schulen, mit denen man sich wirklich thematisch hinsetzen kann, zusammenarbeiten kann. Hier sind einige Vertreter, mit denen man das auch wunderbar tun kann. Herr Wagner, wir kennen uns auch da sehr gut. Und das bringt uns alle auch wirklich weiter und vor allem auch jetzt den Nutzer, der gerade fragt, wo das dann zu finden ist. Ne? Kannst genau. Weitermachen. Super. Genau. Der Meister 5 2019. Aus Gründen. Hybridunterricht, Online-Unterricht mit It's Learning. Am Anfang, das war Schicksal, dass wir das für 2019 eingeplant hatten, dass wir so ein bisschen den Online-Unterricht bzw. Hybridunterricht, also begleitendes Unterricht mit It's Learning, sodass zum Beispiel, ich mache es seit 2019 so, dass die Aufgaben und alles, was zu der Aufgabe gehört, also sei es der Input, der Video-Input, die Arbeitsblätter, der normale schriftliche Input, alles, was im rechtlichen Rahmen natürlich erlaubt ist, auch an Buchseiten, dort hinterlegt ist, auch wieder mit den Plänen und starte meinen Unterricht sozusagen, auch wenn ich im Präsenz unterrichte, mit It's Learning und habe auch die Schülerinnen und Schüler begleitend dazu am Arbeiten mit ihren Endgeräten, sei es von der Schule oder von selbst mitgebrachten Endgeräten, dazu kommen wir gleich noch ein bisschen später. Genau, am Anfang war es freiwillig und relativ schnell wurde es verpflichtend, denn es kam der Lockdown aufgrund von Covid-19 und wir waren sozusagen quasi vorbereitet, nicht auf das, was da so drumherum passiert ist, sondern wir waren It's Learning technisch darauf vorbereitet und hatten logischerweise dann nicht ganz so die Probleme, die andere Schulen vielleicht hatten. Wir waren nicht überrumpelt. Ich musste am Anfang sehr viele Passwörter neu setzen, von den Eltern und von manchen Schülern auch. Wir haben es aber dann an den Nutzerzahlen gesehen, dass es so nach der ersten Woche, spätestens nach der zweiten Woche, hatten alle ihre Zugänge und es konnte so laufen, dass wir alle erreicht haben und auch arbeiten konnten. Und dann kam der Milestone 6 im Unterricht mit It's Learning. Und da hat sich das Kollegium selbstständig dazu entschieden. Wir haben gar nicht irgendwie groß drüber nachgedacht, weil ja so viel passiert 2020. Und der Wunsch vom Kollegium kam, hey, lass uns It's Learning zu einem festen Bestandteil des Unterrichts machen. Es ist den Kollegen aber freigestellt, den Kolleginnen, ob sie nur es als Archiv benutzen, ob sie so hybrid unterrichten, begleitend
oder ob Sie zum Beispiel auch in Kombination mit einer Videokonferenz-Tool wie BigBlueButton oder Teams, wir müssen BigBlueButton nehmen momentan noch, dass Sie da im Prinzip im Wechsel zusammen unterrichten, um zum Beispiel auch kollaborativ Word-Dokumente ausfüllen lassen, Klassenarbeiten vorbereiten, PowerPoints erstellen lassen, entweder im Unterricht oder halt, wie gesagt, teilweise war es ja auch schon so, wenn Schülerinnen und Schüler in Quarantäne waren von zu Hause aus. Da noch einen kleinen Einblick in so einen Highlight-Moment, den man manchmal hat, wenn man viel Zeit mit It's Learning verbringt. Wir hatten die Projekttage und in Klasse 6 gibt es so Erstellen einer PowerPoint zum Thema Wald. Und ein Schüler in Klasse 6 hat sich sehr, sehr darauf gefreut und war ausgerechnet in diesen Projekttagen krank. Nichts Schlimmes, nur normal krank, aber er war nicht dabei und er war wirklich, wirklich traurig. Er hat uns via Chat geschrieben, dass er es richtig doof findet und er darf nicht kommen und es war gar kein Problem, denn er war nämlich nachher dabei. Wir haben ihn eingeladen in die integrierte Office 365-Lösung von It's Learning und er konnte mit seinen Partnern wie in der Schule zusammen in der PowerPoint arbeiten. Die haben währenddessen gechattet oder per Videotool geredet und es war fast so, als wäre er wirklich dabei und wir haben den jungen Mann sozusagen ein bisschen den Tag gerettet, dass er nämlich dabei sein konnte und nicht hinten runterfällt. Und das sind so Dinge, die sind halt nur möglich mit It's Learning, so komfortabel möglich, weil er saß nämlich an seinem eigenen Endgerät am Handy und nicht am Computer oder sowas. Ein simples Handy. So, nächster Schritt. Matthias, ja. Du hast noch circa 5 Minuten, ja, dass du ein bisschen drauf achtest. Ich gebe Gas. Also, It's Learning alleine reicht nicht. Wir können auch hinten den Rest ein bisschen rauskippen, aber wir gucken mal. Es reicht nicht. Ich zeige ganz kurz, was wir noch gemacht haben. Und zwar, wir brauchen natürlich eine Infrastruktur, die funktioniert. Wir haben uns für die Tafel entschieden. Bewährt und gut, funktioniert auch ohne Strom. Dann haben wir die Dokumentenkamera. Wir haben uns nicht für Smartboards entschieden, weil die Dokumentenkamera ein bisschen leichteren Zugang bietet und vertrauter ist, weil es halt dem Overhead-Projektor ähnelt. Und den Beamer, meistens Kurzdistanz-Beamer, groß, bunt und in Farbe. Dann hat der Lehrer einen Lehrer-PC am Pult. Das ist der Zugang zu It's Learning oder vielleicht auch ein Tablet. Momentan warten wir noch auf die Tablets. Oder er kann auch mit dem eigenen Endgerät, egal was für ein Endgerät, dank der App von It's Learning können wir jedes Endgerät benutzen. Und wir haben die Schüler auch mit eigenem Endgerät. Dort haben wir zum Beispiel so das Credo gehabt, hey, wir benutzen das Handy, wir verteufeln es nicht, wir benutzen es als was Wertvolles und binden es mit in den Unterricht ein. Wir haben nämlich noch zusätzlich ein pädagogisches WLAN, das damit alles miteinander schwätzt, wie man hier so schön sagt. Das lässt sich an- und ausschalten, deswegen habe ich es pädagogisch getauft und zwar nach Schulklasse oder nach Schüler getrennt. Wir können also individuell entscheiden. Das wäre so das. Ich weiß gar nicht. 1 Minute. Ich klicke mal ein bisschen elegant durch. Nimm dir mal drei. Ich hoffe, Sie haben auch die Zeit mit. Damit alle pünktlich die nächste Session bekommen und eine kurze Pause machen können. Ne? Okay, also wir haben hier ein kleines Beispiel, wie wir so unterrichten, also nicht alle, aber viele, und haben Schule ein bisschen neu gedacht. Wir haben uns an den Fertigkeiten des 21. Jahrhunderts vom Weltwirtschaftsforum ein bisschen orientiert. Die alle aufzuzählen brauchen wir nicht. Die kann man entweder googeln oder man hat sie sogar präsent. Und die sind uns wichtig. Und deswegen haben wir folgendes Szenario zum Beispiel. Wir steigen ein in das Themenprojekt Altes Ägypten. Es gibt einen eleganten, ja, die Animation ist eindeutig jetzt zu langsam für jetzt, wenn die Zeit drängt. Genau, die Schülerin schnappt sich entweder alleine oder in der Gruppe ein Tablet oder das eigene digitale Endgerät und haben dann die Informationen auf der Lernplattform in egal welcher Form, Webseiten, Videos, Bilder, Aufgaben, alles auf It's Learning. Und wir arbeiten dann auch fächerübergreifend und können dann, wie Sie hier sehen, verschiedene Fächer abdecken. Und das Schöne daran ist, die Schüler können in ihrem eigenen Interesse orientiert arbeiten und im eigenen Tempo. Und natürlich, sie können das Thema selbstbestimmt entdecken. Und das ist halt einfach möglich, indem wir eine digitale Ausstattung haben, aber halt auch einfach It's Learning. Hier ist, was die Lehrkraft macht. Wir beobachten, wir helfen und beraten, wir sammeln die Aufträge ein und wir geben Rückmeldung auf It's Learning, was auch sehr wertvoll ist, diese Rückmeldung auf It's Learning, die Möglichkeit. Das ist erleichtert meiner Meinung nach schon einiges. Genau, Sie können raumunabhängig arbeiten, dezentral arbeiten. Niemand wird zurückgelassen, wenn er auch mal zu Hause ist. Sie können kreativ sein mit einem Erklärvideo, Sie können rumrennen und Sachen fotografieren, sinnvolle Sachen bitte, und Sie können jederzeit natürlich Fragen und Probleme
eine Antwort finden und eine Lösung finden und sie können selbstwirksam lernen. Und am Schluss können wir es zum Beispiel auch noch präsentieren. So, jetzt noch zum Schluss. Dann haben wir es nämlich auch geschafft. Behaupte ich, wenn das so geklappt hat alles, jeder macht es ein bisschen anders, der Adler ist gelandet. It's Learning ist auf dem Mond. Ich weiß immer noch nicht, ob das Bild so ein schönes ist. Wenn Sie Fragen haben, jetzt auch konkret zu dem, wie wir es gemacht haben, hier sehen Sie meine E-Mail-Adresse, Sie sehen mein Twitter-Handle, da können Sie mich auch gerne anschreiben. Und wer Interesse hat, was wir so an der Schule machen, kann auch mal auf unsere Homepage schauen, die ist auch recht nett. Ansonsten wäre ich auf jeden Fall fertig. Falls es noch Fragen gibt, bin ich natürlich noch da. Vielen Dank, Matthias. Du bist genial, wie immer. Du bist hoffentlich ist bestimmt drüber gekommen, wie du auch deine Kollegen mitziehst, wie kollegial du auch dieses Thema intern bearbeitest, selbst wenn du mal für ein paar Wochen Einzelkämpfer warst. ja, aber es war auch schön, nochmal an die Sachen erinnert zu werden, die wir zusammen gemacht haben, nicht nur wir beide, sondern wirklich auch mit Schule und dem It's Learning Team. Und ja, bedanke mich für deine Teilgabe. Ich sage, ob so sagt man das. Beneide dich um deinen Hintergrund. Danke. Habe vieles für mich auch wieder rausgenommen. Mir ist auch vieles bewusster geworden. Es ist wirklich gut, den Input von euch zu bekommen, um wirklich zu wissen, wie die Uhr tickt, im positiven Sinne. Und ja, wünsche dir auch noch viel Spaß in den nächsten Sessions und auch den anderen Teilnehmern auch viel Spaß, Erfolg und viele schöne Eindrücke. Danke dir, bis bald, Matthias. Ne? Tschüss. Tschüss.